vor als Nikoman Haider von der FPÖ. Danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, Hohes Haus, jetzt liegt er also vor, der Finanzrahmen für die nächsten 4 Jahre sogar einen Tag früher als ursprünglich geplant, denn eigentlich wäre er ja erst morgen auf der Tagesordnung gestanden. Aber in Griechenland bahnt sich schon wieder die nächste Schuldenkrise an. Darum wollte man morgen ein Sondertreffen der Eurogruppe abhalten, an dem der Finanzminister hätte teilnehmen sollen. Dieses Sondertreffen ist aber ohnehin schon wieder abgesagt, weil die Probleme in Griechenland viel größer sind, als man geglaubt hat. Und jetzt drängt Athen sogar auf einen EU-Notgipfel der Regierungschefs. Griechenland steht also wieder einmal vor der Zahlungsunfähigkeit und es stellt sich schon die Frage, was uns diese permanente Rettungspolitik wieder kosten wird, meine Damen und Herren. Da mutiert so ein Finanzrahmen zu einem Machwerk mit vielen hehren Absichtserklärungen und die Absichten sind ja auch durchaus lobenswert. Es soll bis 2020 das Budgetdefizit auf 0,4% des BIP sinken und der Staatsschuldenberg, der enorme um knapp 8 Prozentpunkte von 84,3 jetzt auf 76,6 im Jahr 2% des BIP im Jahr 2020 sinken. So weit, so schön. Das wären ja gar nicht so schlechte Nachrichten. Nur leider wird das so nicht passieren. Denn um so schöne Zahlen aus dem Hut zu zaubern, hat der Herr Finanzminister wieder mal ein bisschen getrickst. Und die Taube, die er da aus dem Hut gezaubert hat, die nennt sich strukturelles Defizit. Das ist, wenn man Einmaleffekte und Unvorhergesehenes herausrechnet, da kommt dann die Idee an sich, wäre ja gar nicht so schlecht, dass man unvorhergesehene und unabwendbare Ereignisse, die einmalige Kosten verursachen, gesondert betrachtet. Da kann man dann sehen, ob die budgetäre Richtung grundlegend stimmt oder ob es eben strukturelle Probleme gibt. Und in unserem Fall wird aber das strukturelle Defizit leider dazu verwendet, die Regierungsarbeit und ihre Auswirkungen auf das Budget zu verschleiern. Und zwar nehmen wir als Beispiel dafür einfach die Kosten für den Migrantenansturm. Da haben wir in der letzten Zeit immer gehört, es wird 1,2 Milliarden kosten. Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, den Stabilitätsbericht, den der Herr Finanzminister gestern vorgelegt hat und vor allem auch die Zahlen, die er nach Brüssel gemeldet hat, da ist dann von knapp 2 Milliarden Kosten auf einmal die Rede. Das sind die Zahlen, die nach Brüssel gemeldet worden sind und das ist Steuergeld und darüber müssen wir sprechen. Also 2 Milliarden, aber die versucht er natürlich herauszurechnen und als Einmaleffekte darzustellen. Und erklärt wird das dann im Finanzrahmen so, der Mehrbedarf für Grenzkontrollen und Grenzmanagement wird daher nur für die Jahre 2016 und 2017 budgetiert, da zum derzeitigen Zeitpunkt davon auszugehen ist, dass mittelfristig die europäischen Lösungen greifen werden und müssen. Aus budgetärer Sicht handelt es sich daher um temporäre Maßnahmen, die als Einmaleffekte zu definieren sind. Temporäre Maßnahmen, Einzeleffekte. Die EU verharrt seit mehr als einem Jahr in völliger Agonie und dann hoffen Sie, Herr Finanzminister, dass sich da jetzt endlich irgendwas tun wird. Das glauben Sie doch nicht selbst, dass diese Kosten Einmaleffekte sind. Die werden wir noch viele Jahre zu tragen haben und auch aus diesem Grund wird dieser Finanzrahmen nicht halten. Aber auch in anderen Bereichen. Schauen wir uns an, allein die Gegenfinanzierung, von der Sie voriges Jahr bei Ihrer Belastungsreform, wie auch immer, gesprochen haben, da wackeln Ihre Zahlen ganz gewaltig. Und das sagen Ihnen nicht nur wir, das sagen Ihnen auch alle Experten, vor allem auch Ihre eigenen, Herr Finanzminister. Sie haben unter dem Titel Kampf gegen den Steuerbetrug, inklusive der inzwischen berühmt-berüchtigten Registrierkassenpflicht, haben Sie, sind Ihre Zahlen, sagen Sie, dass 1,9 Milliarden hier
Gegenfinanzierung aus dem Kampf gegen den Steuerbetrug ins Budget fließen werden. Wir Freiheitlichen haben diese Zahlen von Anfang an in Zweifel gezogen und inzwischen bezweifeln das Ihre eigenen Experten. Und wenn Sie sich den Vorsitzenden des Fiskalrats diese Woche angehört haben, ich zitiere ihn wörtlich, diese Summe in das Budget 2016 zu stellen, war schon recht mutig. Wenn man die Hälfte erreicht, kann man schon zufrieden sein. Es wird am Ende des Jahres auf jeden Fall ein ordentlicher Betrag fehlen. Zitat Vorsitzender des Fiskalrates Felderer. Da fehlt also in Zukunft in diesem Budget fehlt einiges, auch die 1,1 Milliarden, die Sie als Gegenfinanzierung aus Verwaltungsreformen, wir sehen überhaupt keine Reformen, die diese Regierung in der letzten Zeit gemacht hat, die Sie budgetieren, die werden auch nicht hereinkommen. Da sagt der Fiskalrat auch dazu. Wir glauben auch bei diesem Posten nicht, dass der Staat an das gesetzte Ziel herankommen wird. Also keine Einsparung bei den Förderungen, Transparenzdatenbank, ein schlechter Witz, Staatsreform ist nichts zu sehen. Kosten für Gesundheitswesen und Soziales explodieren. Bei der Mindestsicherung wird nichts getan, außer in Oberösterreich, wo glücklicherweise die Freiheitlichen mitregieren. Das Einzige, was dieses Budget rettet, sind die niedrigen Zinsen und ist die kalte Progression. Und die gehen zulasten der Sparer und zulasten der Lohnsteuerzahler. Und das ist etwas, wo Sie nichts dagegen machen. Und das ist es auch genau das, was Ihnen die Menschen übel nehmen. Und das sieht man auch an den Wahlergebnissen. Und dass es auch anders geht, das zeigen ja unsere Nachbarländer Deutschland und die Schweiz. Die erwirtschaften Überschüsse, die reduzieren ihre Defizite. In der Schweiz ist seit 2006, von 2006 bis 2015, die gleiche Zeit, in der die schwarz-rote, rot-schwarze Regierung in Österreich am Werk ist, ist in der Schweiz die Schuldenquote von 43 auf 34% gesunken. In Österreich unter Rot-Schwarz ist sie in genau der gleichen Zeit um mehr als 20% gestiegen. Das sind die Auswirkungen Ihrer Politik. Dieser Finanzrahmen ist also die in Zahlen festgeschriebene Reformverweigerung und Untätigkeit dieser Bundesregierung. Es ist, und ich kann es leider nicht anders sagen, ein Dokument des Versagens. Offensichtlich wollen Sie die Probleme in Österreich nicht sehen. Offenbar sind Sie auch nicht bereit, die notwendigen Reformen durchzuführen. Offensichtlich sind Sie nicht in der Lage, dieses Land zu regieren und in die Zukunft zu führen. Dieser Finanzrahmen ist ein Dokument des Scheiterns. Ziehen Sie die Konsequenzen und machen Sie den Weg frei für eine echte Reformregierung. Während Deutschland und die Schweiz Überschüsse erwirtschaften würden, mangle es in Österreich an Reformen, kritisiert Roman Haider von der FPÖ. Als